Tag, neues Glück. Beide haben uns tatsächlich relativ zeitig hochgequält. 10:13 Uhr. Wir beide gehen uns jetzt erstmal schön was zum Frühstücken suchen. Und dann wollen wir hoch auf den Main Tower. Da kann man hochfahren und dann quasi über die gesamte Stadt rüber gucken. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist schon ein bisschen New York, ja? Mhm. Ein bisschen New York mitten in Deutschland. Bleib ruhig stehen. Wir haben Wochenmarkt gefunden. Das löst alle unsere Hungerprobleme. Das ist schon leer. Feinkost. Wir waren ja immer dem Feinkosthändler. Und da gibt es sowas. Das ist ein Buffet. Schön habt ihr es gemacht. Danke. Es ist schön wie deine Haare, wie sie im Wind. Oh ja. Tatsache habe ich gerade zum ersten Mal jemanden gesehen, der sich auf der Straße eine Spritze gesetzt hat, also gefixt hat. Und das habe ich Tatsache in Berlin so noch nicht gesehen. Schon erschreckend. Da oben möchte man wirklich keine Fenster putzen. Wir haben eben beide festgestellt, dass wir das schon beeindruckend finden, dass das so riesengroße Häuser sind. Das da ist der Main Tower. Die lassen sich nicht beeindrucken. Hinter uns, das sind Einheimische. Die sind sehr schreckhaft, deswegen dürfen wir nicht so dicht ran. Alter, und die Gebäude kamen einem von unten groß vorher. Ach, guck mal, da unten sieht es nämlich wirklich ein bisschen nach Altstadt aus. Da waren wir nämlich auch nicht, ne? Hier, da unten ist ein. Da unten. Das ist den Markt da vorne, den kleinen, wo die Kirche ist? Ja. Ah, ja, das sieht ganz nett aus eigentlich. Das ist schon ziemlich spektakulär, das muss man echt sagen. Von unten sehen die anderen Häuser schon groß aus, aber der hier ist noch ein Ticken höher. Die Flugzeuge sind mit einmal zum Greifen nah. Da ist schon echt abgefahren, wie hoch das ist. Der Fernsehturm ist aber höher. Der Fernsehturm ist 365, das sind bloß 200, ja. Alter, hat sie eben auch so durchgebogen? Oh. Wir dürfen da gerade nicht rein, weil hier gerade Gottesdienst ist. Eigentlich wollten wir da rein, aber wir wurden aufgehalten. Das ist schon deprimierend. Also ich meine, diese riesen Häuser wurden errichtet, diese riesen Kathedralen, Döme, Kirchen wurden errichtet, um sehr viele Gläubige aufzufangen. Und da drinnen, wir haben nachgezählt, saßen eben 11. So, wir müssen eine Festplatte kaufen und dem Torfin wieder Lippenbalsam. Der hat seit von gestern auf heute die ganze Packung aufgenommen. Ganz stimmt. Das finde ich ist echt eine richtig geile Maßnahme, ja, um zu vermeiden, dass die Kinder nicht in die Schule gehen, machen die die Konsolen hier aus. Schlecht für uns, weil wir wollten uns ein bisschen die Zeit vertreiben. Okay, schlechte Nachricht, mein Ausweis ist weg. Gute Nachricht. Wir haben einen Billardtisch gefunden. Ich finde, das eine wiegt das andere ziemlich gut auf. Ich spiele jetzt eine Runde Billard und dann gehen wir zum Auto und gucken, ob wir da meinen Ausweis finden. Und dann fahren wir zur Glücksfreude am Spielen, wo wir den nächsten Gig haben. Tatsache ist mein Ausweis wieder aufgetaucht und bin eben nochmal in den Schlüssel zurückgegangen. Ich musste uns gestern so eine Liste eintragen und genau bei mir stand keine Ausweisnummer. Und konnte sie nämlich nicht eintragen, weil ich meinen Ausweis nicht hatte. Und nachdem ich ihnen das alles sehr genau dargelegt habe, haben die ein bisschen Aktivitäten entfaltet, um Tatsache zu suchen und haben dann auch meinen Ausweis gefunden. Überraschung. Wir sind in Frankfurt in unserem Auftrittsort für heute Abend angekommen in der Brotfabrik. Ich freue mich echt auf heute Abend. Ja, aber ich bin nicht aufgeregt.
Das hast du jetzt schon mal gesagt, das könnte dann implizieren, dass du doch bist. Wir gehen jetzt noch was essen und dann gehen wir runter. Das mal wird echt eng, das schaffen wir niemals bis 18 Uhr fertig zu werden. Hallo. Hallo. Hey, hey. Ja, super, dass ihr alle da seid. Und auch schon drin, weil jetzt spielt nämlich unsere charmante Vorband aus Berlin und ich wünsche euch viel Spaß mit Take a Trip. Wunderschönen guten Abend mit dem Take a Trip. Und wir fangen mit dem Gypsy Man an. Wie gehört denn diese Kamera hier unten, die sich hier auf die Bühne geschlichen hat? Der Vorband. Okay. Das ist doch mein anderer Beruf. So. Okay. Das fühlt mich beobachtet.